Im Jahre 1862 löste der Bau der ersten Eisenbahnlinie im Westen Amerikas eine große Einwanderungswelle weißer Siedler aus. Sie alle strömten in das Land, das einst den Indianern gehörte. Zu dieser Zeit wurde aber Hatschi, dem Häuptling der Apachen, an einem unbeschankten Bahnübergang von einem weißen Südstaatler namens Ranger das Leben gerettet. Nun forderte der Brauch der Apachen von den beiden die Blutsbruderschaft. Die Blutsbruderschaft, weit verbreitetes Indianerritual, Vorreiter des heutigen Piercing und Branding, Freundschaftsbeweis durch den Austausch von roten und weißen Blutkörperchen. Aber Hatschi und Ranger hatten keine Wahl. Sie taten das, was die Tradition von ihnen verlangte. Mit einem Messer eröffnete aber Hatschi feierlich den Akt und vollzog den ersten Schnitt an Rangers Daumen. Au! Spinnst du? Es war ein friedlicher Sonntagmorgen im Shoshonendorf. Die Frauen klopften Federn und Felle aus, während die Männer ihren Freizeitbeschäftigungen nachgingen. Doch als aber Hatschi und Ranger die Nachricht vom Tod des Häuptlingssohns der Shoshonen Falscher Hase überbringen, gerät die Situation außer Kontrolle. In Abahachis Gesicht spiegeln sich Trauer und Schmerz. Dunkle Wolken ziehen auf über dem Land, wo die Shoshonen schön wohnen. Bereits 5 Minuten später sehen sich Abahachi und Ranger mal wieder gefesselt am Marterpfahl. Los, mein Gott! Jetzt lassen heute mal ausreden, du Arschloch! Psch, bist du wahnsinnig! Heiß doch mal! Also gut, die ganze Geschichte war nämlich so. Wir hatten einen Termin mit einem Immobilienmakler aus Wyoming. Kurz zuvor habe ich seine Anzeige in der Zeitung gelesen. Ich zitiere: Neuwertiger Saloon in ruhiger Lage ohne Ablöse sofort beziehbar. Mir war sofort klar, das wird das neue Stammlokal für meinen Stamm. Auch seine Mitarbeiter machten auf uns einen äußerst seriösen Eindruck. Indianer! Servus!
Servus. Agua den Anga. Genau. Darf ich kurz vorstellen? Pacha Hase, Santa Maria, Ranger, Ranger, Santa Maria, Ranger, Hase, Santa, Hase, Häuptlingssohn vom Stamm der Shoshone. Shoshone? Die Wahrheit ist, der Mann, der mein Volk um das Stammlokal betrogen hat, ist auch der Mörder deines Sohnes. Und jetzt kommt das Allerschärfste. Derselbe Mann hat auch noch dein Gold geraubt und jetzt kommst du. Wenn die Sonne den Mond besiegt hat, schicken die Shoshone Nabahachi und seine weißen Brüder in die ewigen Jagdgründe. Listiger Lurch hat gesprochen. Wahnsinnig listig. Du? Was ist denn? Entschuldigung. Wieso? Ist doch alles wunderbar. Jeder hat seinen eigenen Matterpfahl und ab morgen haben wir keinen Stress mehr. Bravo, Apache. Jetzt hört wieder so. Jetzt hört wieder so. Ich hab die Schnauze voll. Seit 16 Jahren immer das gleiche Schema. Jeden zweiten Tag sind wir irgendwo gefesselt. Psst, nicht so laut. Das geht die anderen überhaupt nichts an. Was hast denn du in letzter Zeit? Ich bin mit der Gesamtsituation unzufrieden. Warum? Ist dir eigentlich klar, was wir den ganzen Tag machen? Grundloses Anschleichen, stundenlanges Spurenlesen und völlig sinnlos nebeneinander herreiten. Das nimmst du reiten, was du da machst. Hast du was gegen meinen Reitstil? Das ist doch kein Reitstil, das ist Tierquälerei. Er legt mich doch am Arsch. Ja, wie denn? Als die Nacht über das Shoshonendorf hereinbricht, kommt Abahachi die rettende Idee. Als ich noch ein kleiner Indianerjunge war, nahm mich mein Großvater Grauer Star oft mit auf die Jagd. Er machte mir immer wieder klar, wie wichtig es ist zu teilen. Ich teilte einfach alles. 18 durch 9, 13 durch 7, 16 durch 5, 17 durch 8. Mein Großvater Grauer Star nannte mich liebevoll den kleinsten gemeinsamen Teiler. Viele Sommer gingen ins Land. Und auf dem Sterbebett überreichte mir Grauer Star eine Schatzkarte. Und du hast sie geteilt? Ja, durch 4. Wer hat die anderen 3 Teile? Ich weiß es nicht, ich war betrunken. Das heißt, an einen kann ich mich noch ganz genau erinnern. Aber Hachi, mein Bruder, schnell drücken. Das ist vielleicht eine Überraschung. Du, mit dir habe ich ja überhaupt nicht gerechnet. Du, ich habe ja nicht aufgeräumt. Und wer ist überhaupt der gute Sinn, der junge Mann, den du mir da mitgebracht hast? Magst du uns nicht einmal vorstellen? Ja. Welcome to Puderosa Ranch. Zwillingsbruder Vinitach, Blutsbruder Ranger, Blutsbruder Zwillingsbruder. Noch ein Bruder. Auf der Puderosa Ranch.
Perforator Beer. Oui. In Copacabana Rhythmus. Ich bin doch so neugierig. Jetzt müsst ihr mir schon einmal sagen, wie ihr beiden euch kennengelernt habt. Ja, also der Ranger, das war einmal ein Greenhorn. Oh, ein Greenhorn? Ja. Und eines Tages hat er mir das Leben gerettet, dann haben wir gesagt, machen wir doch Blutsbrüderschaft. Also richtig mit Anreizen? Ja, weil ihr seid ja Vogelwelt, aber du warst ja schon immer so ein verrücktes Hund. Weißt du, Ranger, genau aus diesem Grund ist der Abahachi auch Häuptling geworden, obwohl ich ja eigentlich das Häuptlingsvorrecht gehabt hätte, weil ich 2 Minuten früher geboren bin, aber ich habe ja freiwillig darauf verzichtet. Immer dieses alberne Geschrei und immer bum 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 und Pfeile und Schießen und so laut. Das ist nichts für mich. Dann wollte ich eigentlich Perlentaucher werden, aber leider kann ich die Luft nicht so lange anhalten. Und deshalb bin ich heute stolzer Besitzer dieser Beauty Farm der Poderosa Ranch. Gefällt's euch? Was? Gefällt's euch? Ja, wunderschön. Magst du noch ein Litschi, Limes? Nein, danke, Willi. Winnie, Touch. Sag mal, Winnie, Touch, weißt du zufällig noch, wem ich die anderen 2 Teile gegeben hab? Mit dem Griechen und der Uschi. Ah, ja, freilich. Grieche, Uschi. Jetzt müssen wir die beiden aber erst einmal finden. Außerdem sitzen uns die Schischonen im Nacken. Shoshonisch für Anfänger. Guten Tag. Quen tenen. Na, du Sitzpisser. Aqua tananga. An den Marterpfahl, aber sofort. Aweng kota tanaken. Grab das Kriegsbeil aus. Koyatin tona kata. Wir haben kein Kriegsbeil. No tona kata. Wir hatten mal so ein Billigteil. Tukata tona chibo. Kann ich kurz mal Ihr Rauchzeichen benutzen? Kawenga Schmokoshateka? Ich kann das nicht lesen. Teterete. Entschuldigung, Ihr Pferd scheißt mir dauernd vors Wigwam. Sorry. Tona Kawenka Shitikatakaka. Wir haben uns verritten. Oh. Jetzt habe ich keinen Bock mehr. Nawenga Kuata Bokalaketo. Auf Wiedersehen. Blablabla. Unsere Helden hatten keine Ahnung, dass mittlerweile auch Santa Maria hinter dem Schatz her war. Da unten sind sie, Boss. Gut, wir lassen sie nicht aus den Augen. Wachen aufstellen. Wachen aufstellen? Ja, Wachen aufstellen. Wachen aufstellen! Wachen aufstellen! Wachen aufstellen! Omne. Ja. Du machst Kaffee. Was ist das? Ein koffeinhaltiges Heißgetränk.